Hey, du bist also jetzt Fan der AXA Women's Super League, bist aber noch nicht ganz auf dem Laufenden, wie es im Frauenfußball in der Schweiz aussieht? Na gut, für das haben wir hier einen kleinen Crashkurs für dich vorbereitet. So, und es geht Schlag auf Schlag hier Teil 2 unseres NLA-AXA Women's Super League Crashkurses. Das Eröffnungsspiel im Fernsehen übertragen, also musst ihr auch wissen, um was es geht. Es spielen der FC St. Gallen Start gegen die Grasshoppers Club Zürich Frauen und wir schauen uns kurz das Team von St. Gallen Start an, damit ihr ungefähr wisst, wer da am Ball ist. St. Gallen Start wird trainiert von Marco Zwissig, Clublegende in St. Gallen und auch beim FC Basel. Er hat sehr, sehr junge Frauen unter sich. Insgesamt 9 U19-Nationalspielerinnen walten in diesem Kader. 6 davon sind Stammspielerinnen. Der FC St. Gallen Start spielte oft mit 3- oder 4er-Kette hinten. Die Idee ist es eigentlich, den Flügeln viel mehr Freiraum zu lassen, die Außenläuferinnen von St. Gallen extrem stark. Auf wen müsst ihr achten? Bei St. Gallen gibt es ganz klar Spielerinnen, auf die man genau achten sollte. Die erfahrenste und bekannteste Spielerin ist Karin Bernet. Sie wurde mit dem FC Zürich Frauen mehrfach Meister. Der große Neuzugang ist Viktoria Bischoff. Sie kommt von Luzern, war vorher in den USA, ist ein eigenes Gewächs und gilt als eines der großen Talente für die Zukunft, auch in St. Gallen. Unser Geheimtipp aber an Spielerinnen, die ihr ja nicht verpassen dürfen, sind zum Beispiel Geraldine S. Geraldine S. ist eine unglaublich gute offensive Mittelfeldspielerin, kann in ganz engen Räumen den Ball am Fuß halten, sich rauswinden und hat eine großartige Übersicht. Geraldine S. ist dazu noch groß gewachsen und ist ganz klar eine für die Zukunft der Schweizer Nationalmannschaft. Dann stürmt vor Geraldine S. Stefanie Brecht. Stefanie Brecht ist eine altmodische Fußballerin, wie man sie aus den iberischen Inseln kennen würde. Im spanischen und portugiesischen Fußball sehr beliebt. Eine Stürmerin, die sowohl gegen das Tor gewandt als auch mit dem Rücken zum Tor spielen kann. Die junge Stefanie Brecht zeigt Übersicht, ist kaltblütig im Abschluss, aber kann auch sehr gut kombinieren und wird sicherlich für Gefahr sorgen, auch heute im Kibun Park. Dann dürften wir nicht vergessen, Simea Hefti zu erwähnen. Simea Hefti, eine großartige Außenverteidigerin, Zug zum Tor, defensiv abgeklärt. Sie, die ja schon 2 sehr, sehr berühmte Brüder hat, die in der Super League spielen. Simea Hefti, eine großartige Spielerin, auch sie für die Zukunft der Nationalmannschaft bestimmt, wird im Kibun Park versuchen zu scheinen, sobald Marco Zwissig sie freilässt auf die GC Frauen. St. Gallen Start wird natürlich versuchen, mit diesem jungen Team zum ersten Mal im großen Stadion im Kibun Park aufzutrumpfen. Ich denke, dafür werden sie ein 4-3-3 benutzen, wo sie dann mit Bischof S. und Wies ein sehr, sehr starkes Mittelfeld haben werden. Läuferisch gut, zweikampfstark und dieses Mittelfeld wird dann der Schlüssel sein für das ganze Spiel. Mal schauen, ob das gelingt. Gleich schauen wir uns die Grasshoppers an. Also bleibt dran und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Hier auf Instagram, aber auch auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, auf SoundCloud, auf Spotify.